Guten Morgen und ein frohes neues Jahr. Der ein oder andere wird es schon bemerkt haben, ich habe mal wieder meinen Kanalnamen geändert. Und zwar aus einem guten Grund. Ich habe schon das ganze Jahr immer gemerkt und ihr habt das ja auch, wenn ihr mein Tagebuch verfolgt habt, mitbekommen. Wenn ich rohköstlich esse, dann habe ich einfach eine bessere Rückmeldung vom Essen und fühle auch intuitiv, dass es die Art der Ernährung ist, die für mich persönlich am besten ist. Aber die Umstellung von vegan auf Rohkost ist weit schwieriger als von Fleischessen auf vegan. Das ist zumindest meine Erfahrung. Da habe ich quasi immer die letzten Monate einige Tage rohköstlich gelebt, aber irgendwie aus Faulheit und Bequemlichkeit wieder auf eine vegane Kochkost zurückgegriffen. Und das obwohl ich gemerkt habe, dass es mir eben nicht so gut tut wie die reine Rohkost. Es war einfach nur die Bequemlichkeit. Und von daher möchte ich eben einen klaren Cut machen. Und genau wie ich vor einem Jahr öffentlich gesagt habe, dass ich vegan werde, möchte ich heute mitteilen, dass ich rohvegan werde. Und entsprechend mir auch den sozialen Druck zunutze machen. Weil ich eben auch intuitiv spüre, dass es das Richtige ist. Und nur meine Konditionierung mich noch auf die vegane Kochkost auch immer wieder zurückgreifen lassen. Die pure Bequemlichkeit. Ich bin bereit für eine neue Welt und ich weiß, dass da einiges auf mich zukommen wird. Entsprechend werde ich wieder, was meine Küche und meine Mahlzeiten angeht, auch etwas zurück in den Schülermodus gehen, wie am Anfang der veganen Ernährung. Aber was gibt es Schöneres als eine neue Welt zu entdecken? Also von daher natürlich Pizza Luigi und vegane Sushi werde ich genauso vermissen wie alle Arten von Bulettensteaks oder Tofu Jerky. Aber die Rezepte tue ich oben nochmal in die Infokarte. Aber genau wie bei der Umstellung auf die vegane Ernährung schaue ich auch nicht auf die Sachen die ich vermisse, sondern auf die Sachen die neu dazukommen. Und gerade bei der Rohkost ist wieder Kreativität in der Küche gefragt. Dazu auch noch ein größeres Augenmerk auf die Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen jetzt gerade am Anfang bei der Umstellung. Da werde ich auch weiter Vitamin 12 auf jeden Fall B12 supplementieren und im Winter auch Vitamin D. Apropos bei den Produkten die ihr über meine Amazon Links gekauft habt, da habe ich beim Stöbern eine Vitamin D Lampe gefunden die jemand von euch über meinen Link gekauft hat, die ich bisher überhaupt noch nicht kannte. Also wer von euch auch immer das war, es würde mich echt interessieren und sicherlich auch andere, wenn er die Lampe getestet hat, wenn er da mal ein Feedback dazu abgeben würde und mir das vielleicht per Facebook oder hier bei YouTube schreiben würde. Das würde mich echt interessieren. Den Link zu dieser neuen Vitamin D Lampe dann habe ich euch auch mal unten in die Infobox gepackt. Und auch an dieser Stelle immer noch mal natürlich ein herzliches Dankeschön, wenn ihr vor eurem Amazon-Einkauf über irgendeinen Amazon-Link von mir eure Shopping-Tour quasi startet. Ja, also entsprechend sehe ich das bei Vitamin D und B12 mit dem rohköstlichen Anspruch nicht so eng. Es gibt im Endeffekt, also zumindest oder es geht im Endeffekt darum, dass ich meine Mahlzeiten ohne Kartoffeln und Co. zubereite, da ich wirklich die unverfälschte rohe Energie und die authentischere Rückmeldung der Nahrung haben möchte. Es wird auf jeden Fall echt total interessant und ob ich auch den Umstieg genauso wie beim ersten Mal wie bei der veganen Ernährung war auch so der Umstieg beim ersten Mal klappt, ob das jetzt auch bei der rohveganen Ernährung klappt. Also das 2016er Jahr soll roh werden. Roh ist auch die Banane und da wären wir schon beim nächsten Thema. David Banana, er hat die Mission Vegan 5 auf ein neues Level gehoben und zwar hat er einen Kürbisstampf aus dem Reiskocher gemacht. Den Link zum Video den findet ihr hier und den Link zu seinem Kanal findet ihr auch zusätzlich für alle Handynutzer in meiner Infobox. Danke David für dieses schnelle, coole Rezept und der erfrischend unkomplizierten Art wie du das zubereitet hast. Und damit sind wir dann auch auf Level 19 angekommen. Wer die Mission Vegan 5 nicht kennt, der kann sich die Spielregeln und die ganzen Rezepte die daraus bereits entstanden sind, sowohl rohköstlich als auch vegane Kochkost in der Playlist oben in den Infokarten anschauen. Ja, als letztes gibt es noch einen kleinen Trailer für eine Aktion die nächste Woche läuft und da freue ich mich auch besonders drauf, da der Marlon von Raw Future TV diesmal auch mit am Start ist. Also ab
Montag geht's los. Rohe Energie startet am Montag und die ganze Woche werden euch 7 Veganer ihre besten Tipps für den Umstieg für die vegane Ernährung mitteilen. Und 3 davon sind rohköstlich und 4 sind ganz normale vegane Kochköstler. Ich freue mich auf die neue Herausforderung im neuen Jahr. Einerseits natürlich beruflich, dazu mache ich aber in den kommenden Tagen irgendwann auch noch explizit ein Video und andererseits die Umstellung auf die vegane Rohkost. Und wie ihr am Food Diary am Montag sehen werdet, lebe ich bereits seit letzten Montag rohköstlich. Aber ich wollte diese Ankündigung direkt am ersten Tag im neuen Jahr machen und deswegen habe ich auch gewartet, auch mit dem Kanalnamen umbenennen und so weiter. Nur damit es schön rund ist. Habt ihr Erfahrungen schon mit einer rohköstlichen Ernährung gemacht und wie empfindet ihr diese Ernährungsform für euch? Was hindert euch daran oder lehnt ihr eine 100% Rohkost einfach ab? Habt ihr andere Vorsätze fürs neue Jahr? Ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Kommentare und ja, passend zur Umstellung möchte ich auf 2 Rohkostrezepte aus meiner veganen Rezeptesammlung hinweisen. Einmal die ultra leckeren Würsing Chips, die habe ich übrigens gestern auch gemacht, nicht nur mit Würsing, sondern mit Grünkohl, hat auch mega lecker geschmeckt. Hier und den nicht minder leckeren Wildreissalat. Ein tolles neues Jahr wünsche ich euch und dass ihr auch eure Vorsätze fürs neue Jahr umsetzen könnt und wir sehen uns dann morgen wieder in aller Frische. Macht's gut, Euer Christian. Tschüssi.